Hallo und willkommen. Ich möchte heute Karten auslegen für Sternzeichen Wassermann für den Monat Oktober 2021. Das ist eine Legung an das Kollektiv, an die Allgemeinheit, an alle Wassermann-Geborenen gerichtet. Deswegen bitte schaut, ob das hier auf eure spezielle Situation passt. Wenn nicht, dann macht es bitte auch nicht passend, dann ist es nicht eure Legung. Ja, bitte geschlechtsunabhängig bewerten, ob Mann oder Frau, egal welche sexuelle Orientierung. Was gibt's noch zu sagen? Ja, die Legung ist vorrangig für eure Beziehungen, ja, für die Verbindungen gedacht, die ihr im Monat Oktober so beleuchtet. Bitte schaut, auf welchen Bereich ihr das anwenden wollt. Ihr könnt es auf eure Partnerschaft wie auch auf den beruflichen Bereich übertragen. So, ich schaue erstmal allgemein, worum geht es hier bei Wassermann im Oktober? Sehr schön. Der Narr, ich starte neu durch. Frische, neue Energie. Altes wird hinter sich gelassen. Alter Kummer, Altlasten, Probleme. Ich lasse alles liegen und mache mich auf den Weg mit meinem kleinen Proviantsäckchen. Ja. Der Narr ist neugierig, der ist mutig, ja, weil der spaziert und tänzelt da so am Abgrund. Der kleine weiße Hund, der erkennt schon die Gefahr, der versucht schnell wegzurennen, aber dem Narren ist das egal. Der Narr sagt: Hauptsache, ich bin frei, Hauptsache, ich bin leicht. Ich will jetzt hier was ganz Neues und ich gehe auch das Risiko ein. So, ich schaue jetzt mal mit dem anderen Tarotdeck, worum geht es hier genauer? Ja, der Magier, irgendwas ganz Neues willst du hier erschaffen. Du willst Altes hinter dir lassen und komplett neu durchstarten. Zwei der Schwerter. Ja, also ich denke mal, du willst hier was ganz Neues ins Leben rufen, aber jemand hat was dagegen. Weil wir haben hier zwei der Schwerter, irgendwelche Entscheidungen, die schwierig sind, ja, schwierige Entscheidungen, Kopfentscheidungen. Und hier mit neun der Schwerter ist jemand sehr verzweifelt, sehr ängstlich. Jemand ist hier sehr belastet. Vielleicht mit deiner Entscheidung, die du hier treffen möchtest. Also, hier ist Stress im Anmarsch. Ja, wir gucken einfach mal weiter. Ich schaue erstmal auf dich. Lieber Wassermann, wie gehst du mit der Situation um? Wie zeigst du dich nach außen? Wie fühlst du dich? Hoppapa, so viele Karten, die wollen wir nicht. Sechs der Münzen, das hatten wir, glaube ich, auch letzten Monat bei dir. Du guckst, ob das hier gerecht zugeht. Du willst Gerechtigkeit. Du willst ein ausgewogenes, faires Geben und Nehmen. Gericht. Ritter der Schwerter. Fünf der Münzen. Hier haben wir das Gericht, den Ritter der Schwerter und fünf der Münzen. Also du bist hier durchaus bereit, eine gewisse Wahrheit auszusprechen, lieber Wassermann. Ja, und wenn dich jemand herausfordert, dann kannst du auch ganz schön direkt und ja aggressiv deine Meinung hier äußern.
dann kommt es eventuell so richtig rausgesprudelt aus dir, ne? Wenn jemand dich hier so ein bisschen versucht herauszufordern, weil mit 5. Münzen irgendwas stinkt dir gewaltig, du speicherst da irgendwas in dir drinne ab, was vielleicht in der Vergangenheit passiert war. Und da ist etwas in dir sozusagen gespeichert. Da ist etwas abgespeichert, was früher passiert war, wo du ungerecht behandelt wurdest, wo du sozusagen nicht genug wertgeschätzt wurdest, ja? Weil nach 5. Münzen kommen 6. Münzen. Das hast du dir gemerkt. Und du sagst, jetzt bin ich aber auch ganz schön geizig, so wie du früher geizig zu mir warst. Und wenn dir das nicht passt, wenn du hier eine Konfrontation haben möchtest, die kannst du gerne haben, dann kriegst du das alles um die Ohren gehauen, was mich jetzt über all die lange Zeit beschäftigt und geärgert und traurig gemacht hat. Ich schaue jetzt mal auf das Gegenüber. Sieben der Kelche, die tappen im Dunkeln. Was ist los mit Wassermann? Warum zieht sich Wassermann zurück? Warum ist Wassermann auf einmal so geizig? Warum ist Wassermann nicht mehr so großzügig? Warum hat Wassermann plötzlich keine Zeit mehr? Ich verstehe es nicht. Ja, mit 8 der Stäbe, ja, die verlangen ein offenes Gespräch. Die wollen dich so ein bisschen herauslocken aus deinem Schneckenhaus. Die wollen, dass es wieder vorwärts geht mit euch. Ja? Königin der Kelche, ich bin doch so lieb. Ich bin doch so eine liebenswerte Person. Wie kannst du mir sowas antun, Wassermann? Das tut mir so weh. Du hast mich verletzt. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Ich habe mich doch immer um dich bemüht. Ich habe doch alles für dich getan. Wir sind doch eine Familie. Wir lieben uns doch. Die Liebe ist doch da. Es geht nicht um die Liebe. Es geht hier um die Münzen. So. Also Wassermann geht es hier um die Münzen. Da. Und die Prinzessin der Schwerter. Ja, nach außen versucht dieser Mensch sehr wehleidig und liebevoll und so zart und so sensibel und so lieblich rüberzukommen, ne? Aber eigentlich sind die ganz schön ausgebufft. Ja? Eigentlich machen die sich schon so ihre Gedanken und gehen auch teilweise strategisch vor. Nach außen mimen sie aber hier die Königin der Kelche, dieses Unschuldslamm. Ja. Dieses Unschuldslamm, oh, ich brauche doch Unterstützung, ich brauche doch deine Hilfe, ich kann doch nicht ohne dich. Wie kannst du mir sowas antun? Ja, aber im stillen Kämmerlein ziehen die da ihre Fäden. Die sind gar nicht so ohnmächtig, so hilfsbedürftig, wie die nach außen erscheinen wollen. So, wie geht's hier weiter? 2 der Münzen. Sechs der Schwerter. Zehn der Münzen. Zehn der Kelche. 2 der Münzen. Ich denke mal, die Situation, ja, geht so ein bisschen erstmal weiter. Du, lieber Wassermann, bist dir nicht so sicher, wo du deine Zeit, dein Geld rein investieren möchtest. Also ich glaube, dieses Verhalten der Königin der Kelche könnte hier sogar für ein Wasserzeichen stehen, also Skorpion, Krebs, Fische.
Ich glaube, das lässt sich so ein bisschen erweichen. Ja? Und dann sagst du, na gut, ich will ja nicht so sein. Aber ich glaube, du tauchst hier trotzdem ab und machst hier erstmal dein Ding. Du bist hier erstmal nur mit dir beschäftigt. Du machst hier so dein Ding. Du wirst dich hier vielleicht auf einen Neuanfang einlassen mit dieser Königin, aber das dauert noch. Und du sagst, zeig du erstmal, was du hier rein investierst in unsere Beziehung, in unsere Verbindung. Und das wird auch kommen hier mit 10 der Münzen und 10 der Kelche. Ja, hier ist dann alles gegeben. Dir wird ganz schön viel geboten, lieber Wassermann. Ja, da kommt der Respekt zurück. Es kommt die Wertschätzung. Es kommt auch ein Investment, ein Bemühen vom Gegenüber. Ja, hier mit 8 der Stäbe. Das wandeln die in 8 der Münzen. Das Gegenüber wird sich hier ja richtig reinknien und versuchen dir zu beweisen, dass sie tatsächlich auch engagiert sind. Ja. Die haben doch schon mitbekommen, dass du dich abgewendet hast, dass du hier nicht mehr diese angezapfte Milchkuh sein möchtest, ja, dass sie hier auch ja, mehr machen müssen und dass sie dich auch dafür wertschätzen sollten, was du alles machst, was du leistest. Dass es nicht alles selbstverständlich ist, ne? Aber das wird kommen. Und dann auch hier die 10 Kelche, die Harmonie, das Glück und die Zufriedenheit. Das wird kommen. Ja? Dauert aber noch ein bisschen. Na gut, ich bin am Ende angekommen. Ja, ich lege noch Lenormand-Karten. Wer das sehen möchte, bleibt dran. Und allen anderen wünsche ich einen guten Sprung in die neue Welt. So. Wassermann Oktober. Der Park. Die Störche. Der Wunschbrunnen. Die Lilien. Die Sonne, das Buch, der Anker, der Sarg und das Herz. Zentral in der Mitte die Sonne. Ja, dieses positive Gefühl, diese Leichtigkeit, auch diese Offenheit für Veränderungen, die hier auch ersichtlich sind in Kürze. Ja, sehr positiv. Schau mal, hier ist der Park, irgendeine öffentliche Veranstaltung oder eine Zusammenkunft in der Öffentlichkeit. Hier könnte es auch um eine Gruppe, Menschengruppe gehen, eine behördliche Angelegenheit. Etwas, was draußen stattfindet oder eine Gruppe, eine Meinungsgruppe vielleicht auch angehörig sein, ja. Da findet etwas statt, was dir sehr gut gefällt und was dir auch gut tut, weil wir haben hier die Lilien und die Sonne und die Störche angrenzend. Das bringt hier eine Leichtigkeit, eine positive Veränderung, sehr viel Harmonie und viel positive Vibes, positive Energie, Kraft. Daraus kannst du Kraft schöpfen. Ja, vielleicht hast du auch momentan einen Freundeskreis um dich herum. Bist in einem Umfeld unterwegs, was dir sehr gut tut. Vielleicht gibt es hier auch aber öffentliche, amtliche Prozesse, die am Wirken sind. Irgendwas, was in der Öffentlichkeit passiert, über Behörden, über Ämter. Eine Veränderung, die hier angestoßen wird, die dir sehr gut tut. Ja. Dann haben wir hier den Anker in der 7. Ja, hier gibt es Verbindungen, Beziehungen, die derzeit sich etwas schwierig gestalten. Darüber wird aber nicht so richtig gesprochen. Ja, dann haben wir hier das Herz, angrenzend das Buch und den Sarg. Ja, also in der Liebe, auf der Herzebene gibt es ja, auch
Schattenseiten. Hier ist etwas, was das Herz so ein bisschen bedrückt. Darüber wird aber nicht gesprochen. Hier ist Kummer, der nicht ausgesprochen wird. Ja, da wird ein Geheimnis draus gemacht. Ja, da bleibt einiges im Verborgenen. Vielleicht hast du es ja auch mit einem Mitmenschen zu tun, der dich sehr lieb hat, der dir gegenüber sehr herzlich aufgestellt ist, aber dieser Mensch macht ein Geheimnis daraus. Vielleicht ist er zu schüchtern oder da ist einiges vorgefallen, was so für Traurigkeit sorgte und deswegen hat sich dieser Mensch jetzt so ein bisschen verschlossen auch dir gegenüber, lieber Wassermann. Ja. Na gut, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Oktober. Ja, viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Liebe, macht's gut und bis bald vielleicht. Tschüss.